Mein Name ist Arif Jabo. Ich komme aus Syrien. Ich bin in einem kleinen Dorf geboren, Balisonke, und mein Dorf ist 60 Kilometer von Aleppo entfernt. Als ich 2 Monate alt war, ist meine Familie nach Aleppo gezogen. Nach der Schule habe ich bei einer Firma gearbeitet, die medizinische Geräte herstellt. Meine Familie hat 2 Kriege erlebt. Erster Krieg 1973 und zweiter Krieg 2011. Ich habe nicht lange geplant, nach Deutschland zu gehen und hatte daher keine großen Erwartungen. Am Anfang war es viel Stress und schwer, Deutsch zu lernen. Jetzt habe ich mich langsam eingelebt. Zurzeit mache ich Deutschkurs B2 und Bundeswehrwilligendienst beim Roten Kreuz als Übersetzer und Betreuer. Am meisten vermisse ich meine Familie, Freunde, die Arbeit und natürlich das Wetter. In Deutschland mag ich, dass die Religion nicht so wichtig ist, egal ob man Muslim, Christian oder Jude ist. Wenn der Krieg beendet ist, will ich nach Syrien zurückkehren und meine Familie wiedersehen und meine Arbeit wieder aufnehmen. Für alle Menschen in Syrien. Meine Nachricht ist aber vor allem an meine Familie, Freunde und Kollegen. Ich wünsche mir nach dem Krieg, dass alles wieder so aufgebaut wird, wie es einmal war.